Minustemperaturen. Selbst das Wasser ist nur wenige Grad warm. Mitten im Winter tauchen sie ab, die Froschmänner des Amtes für Archäologie. Denn zur kalten Jahreszeit ist der Bodensee am klarsten, der Wasserstand regelmäßig tief. Jahrtausende alte Seeufersiedlungen, Pfahlbaudörfer, das erforschen die Taucher hier. Ihre Arbeitsbedingungen unterscheiden sich kaum von jenen der Pioniere, die bereits im 19. Jahrhundert mit Tauchglocken im Genfersee auf Spurensuche gingen. Am Bodensee wurden die ersten Unterwassergrabungen vor über 50 Jahren durchgeführt. Im Thurgau erfolgten die ersten Untersuchungen anfangs 1980. Zu dieser Tauchequipe gehörte auch Archäologe Albin Hasenfratz. In unzähligen Tauchgängen sondierte er mit seinen Kollegen die Seeufersiedlungen am Boden und am Untersee. Ein veritables Abenteuer. Wenn ich sich damals noch als Pionier vorkam, weil Taucharchäologie ist erst im Aufkommen war und seit wenigen Archäologen gab, die überhaupt tauchen konnten. Und dann kam dazu die Neugierde, weil Beobachtungsmöglichkeiten unter Wasser sind natürlich einmalig und da sieht man Dinge, die man sonst nie mehr sieht. Aber nicht nur die einzigartigen Einblicke in die Vergangenheit, vor allem der Erhaltungszustand der Objekte ist phänomenal. Weil der Sauerstoff im Wasser gebunden ist, wirkt er auf organisches Material lange nicht so zersetzend, wie er es an Land wäre. Ein Glücksfall für die Archäologie. Der See ist gerade für Holz so etwas wie eine Konservierungskammer. Ob erst wenige Jahrzehnte oder über 5000 Jahre im Wasser, die Fundstücke sind häufig erstaunlich gut erhalten. So bergen die Archäologen immer wieder kleine, aber feine Objekte vom Seegrund, die aus der Zeit der Pfahlbauer stammen. Ich mag mich erinnern, wir haben in Steckbach haben wir einmal eine Fischreuse aus Holz, also eine Fischfalle, geborgen. Das ist die einzige, die wir haben, also weit und breit. Oder irgendwo einmal ein Kinderspielzeug, so ein Spielzeug-Einbäumchen, wo einem dann wirklich in eine ganz andere Welt bringt. Eine ganz eigene Welt ist auch jene der Unterwasserarchäologinnen und Archäologen. Denn einfach ab ins Wasser und arbeiten, das funktioniert nicht. Zumal im Winter bei Minustemperaturen. Die Tauchvorbereitungen nehmen viel Zeit in Anspruch, sind aber gerade für die Sicherheit unter Wasser unerlässlich. Der eigentliche Job ist schließlich physisch äußerst anstrengend, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Im Wasser gelten dieselben wissenschaftlichen Ansprüche wie an Land. Freilegen, erfassen, ausmessen, dokumentieren und bergen. Der große Unterschied zur Archäologie über Wasser. Alles geht langsamer und ist technisch oft deutlich aufwendiger. Damit sich die Archäologen nicht selber ständig die Sicht trüben, arbeiten sie mit einem System von Pumpen und Feuerwehrschläuchen, das frisches Wasser zuführt und den aufgewirbelten Schlick wegspült. Obwohl auf diese Weise immer wieder interessante Funde zum Vorschein kommen, tagelang im eisigen Wasser, über mehrere Wochen, da braucht es viel Idealismus, ein Unterwasserarchäologe zu sein. Man sieht etwas, was sonst noch niemand gesehen hat. Und das ist, glaube ich, das Einmalige an dem Ganzen. Die Fülle und die Erhaltung der Pfahlbausiedlungen in der Schweiz ist weltweit einzigartig.
Doch gerade die archäologisch besonders wertvollen Flachwassergebiete sind bedroht. Hauptursache sind die Eingriffe des Menschen in den Wasserhaushalt und in die Ufergebiete. Im Detail können sich zum Beispiel Bootshafen und Bojenfelder verheerend auf die Fundschichten auswirken. In derartigen Trichtern der Bojenketten sind sämtliche Hölzer zerstört. Aber auch Mauern sind fatal. Die Wellen werden daran hart gebrochen, wirbeln unter Wasser das Sediment auf und erodieren es zusehends. Für archäologische Fundstellen eine Katastrophe. Deshalb greifen die Archäologen immer häufiger zu ungewöhnlichen Mitteln. Anstatt sämtliche bekannte Siedlungen auszugraben und freizulegen, decken sie diese zu mit einer schützenden Fließschicht. Und mit Kies. Schützen statt graben. Denn rund um den Bodensee wimmelt es nur so vor außergewöhnlichen Fundstellen aus der Zeit der Pfahlbauer. Auf diese Weise bleiben sie mit Hilfe der Unterwasserarchäologie erhalten. Auch für die nächsten Generationen.